Ja, moin moin ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Mittwochs-Vlog heute mal. Oder auch Infovideo, je nachdem wie man es sehen will. Ich wollte euch nur eine kleine Information geben. Wir haben heute Montag, den 11.10. Und wenn ihr dieses Video seht, bin ich im Urlaub noch. Aber am Freitag, den 22.10. komme ich wieder nach Hause aus dem Urlaub. Ja, ich wollte euch nur Bescheid sagen. Ich habe ja das letzte Video, ein neuer Baukran auf dem Betriebshof. Diesen Kran wollte ich mit euch zusammenbauen. Und zwar live hier auf diesem Kanal. Und zwar nicht hier oben aus dem Büro, sondern unten aus dem Keller. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Livestream. Und zwar am Freitag, den 22.10. um 20 Uhr, also 8 Uhr abends. Ne? Könnt ihr euch schon mal notieren, 22.10. 8 Uhr abends. Da wollte ich mit euch diesen Livestream machen. Unten aus dem Modellbaukeller, falls das nicht klappt, also mit der Internetleitung, ne? Über WLAN und so weiter, weil das Haus, in dem ich wohne, wurde 1960 umgebaut. Und derjenige, der es umgebaut hat, hat es mit dem Moniereisen hier in den Decken sehr, 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 sehr gut gemeint. Also man könnte meinen, es hätte ein Bunker werden sollen. Ja, aber wie gesagt, falls das nicht klappt, wie gesagt, entweder unten im Keller oder hier oben im Büro, wenn es nicht klappt mit der Internetleitung oder mit der Verbindung, ne, dann auf jeden Fall werden wir uns am Freitag, den 22.10. um 20 Uhr live sehen. Entweder live aus dem Modellbaukeller oder eben hier oben. Ne? Aber wie gesagt, ich habe ja diese neue kleine süße Actioncam. Die kann ich auch als Webcam benutzen. Und wie gesagt, das schafft ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich kann nämlich diese Kamera, wie gesagt, als Webcam benutzen. Brauche also nicht meinen Rechner mit unten in den Keller zu schleppen, sondern ich kann einfach meinen Laptop nehmen, die Kamera hier an meinen Laptop anschließen und habe eine relativ gute Webcam, mit der wir des Öfteren dann auch Livestreams unten aus dem Keller machen können, zum Beispiel wenn ich ein kleines Dio baue oder sowas, dass man zwischendrin mal live kommt, ne? Und nicht halt immer nur diese Videos hat, sondern auch mal dann entweder mal live ist. Also wie gesagt, das ist so geplant jetzt. Ne? Hoffe, das klappt. Das werde ich testen am Freitag. Definitiv, ob das klappt. Ne? Es ist jetzt eine kurzfristige Entscheidung. Ne? Und wie gesagt, ich würde mich da freuen, wenn ihr am Freitag, den 22.10. um 20 Uhr dabei seid. Ne? Das ist mal ja eine ganz neue Möglichkeit dann, ne? Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid alle, ne? Und wir sehen uns dann am Freitag eben, wie gesagt, wieder, also übermorgen um 20 Uhr, 8 Uhr abends. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet, ne? Dann bauen wir live dieses Konrad-Modell zusammen, ne? Ist ein sehr, sehr schönes Konrad-Modell. Also man kann es wirklich vorbildgerecht zusammenbauen. Alle Auslegerlängen darstellen, die dieses Kranmodell auch im Original hat. Er hat auch diese kleinen Plastikbolzen, wie gesagt, noch, um so ein bisschen zu spoilern. Also Plastikbolzen hatte dieses große Ding hinter mir auch, jede Menge. Der Liebherr 630 EC-H hatte diese Plastikbolzen ja auch hier eben. Ne? Die hat er allerdings nicht mehr bei mir, denn ich habe den Turm mit so ganz, ganz kleinen Madenschrauben befestigt. Also recht interessant, dieses Modell. Dürft ihr euch freuen bei dem Zusammenbau. Wie gesagt, das Ganze werden wir hier live in einem Livestream machen. Und zwar am Freitag, den 22.10. um 20 Uhr. Wie gesagt, bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis dahin und salut.